Unternehmen, Partner der Jugend war das Thema des dritten und damit abschließenden Neujahrstreffs 2023 der Handelskammer Bozen. Im Rahmen der Abendveranstaltung im Unternehmen Brieder in Dorf Tirol hatten Unternehmer, Unternehmerinnen und Interessierte die Möglichkeit, sich auszutauschen und gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen. Gastgeber Roland Brieder erläuterte den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie sein Unternehmen in den Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Einerseits, man muss mal eine gute Bezahlung bieten, also eine überdurchschnittliche Bezahlung, weil da wirklich gute Arbeit geleistet wird. Andererseits muss man auch ein bisschen flexibler werden in Sicht auf Arbeitszeiten. Zum Beispiel gehen wir jetzt schon in Richtung 4-Tage-Woche in der Tischlerei, die ersten Mitarbeiter jetzt schon so machen. Und das kommt ganz gut an. Und ich glaube, genau dadurch haben wir auch viele Lehrlinge oder auch Auszubildende, auf die wir stolz sein und denken, dass das der richtige Weg für die Zukunft ist. Die Arbeitswelt entwickelt sich stetig weiter. Dabei spielt die Jugend eine entscheidende Rolle. Es ist daher wichtig, junge Leute zukunftsfit zu machen. Landeshauptmann Arno Kompatscher, Ehrengast der abschließenden Veranstaltung, hat die Bedeutung des Themas unterstrichen. Annemarie Augschöll von der Freien Universität Bozen widmete sich in ihrem Fachvortrag dem Thema Schulen öffnen für reale Begegnungen. Welcher Betrieb wäre bereit, Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, eventuell auch schon während der Schulzeit an realen Herausforderungen teilzunehmen und sich zu bewähren, darin zu bewähren und diese Bewährung dann auch leistungsgerecht zu honorieren? Ich glaube, darin läge ein großes Potenzial, um vor allem motivierte Jugendliche anzusprechen. Vor diesem abschließenden Treffen in Dorf Tirol fanden bei dieser 12. Ausgabe der Neujahrstreffs schon 2 Treffen bei der Duka AG in Brixen und der Bäckerei Eisenstecken in Kaltern statt.